Heute sprechen wir über den gestrigen Community Day und das in einer etwas anderen Form, wie ihr das von den vergangenen Community Days gewohnt wart. Denn ich habe gestern nicht allzu viel gefilmt und werde das heute in einer Art Review irgendwie ein bisschen wiedergeben, meine Meinung, meine Erfahrungen erzählen, wie es bei uns war. Und das Ganze hat auch zwei sehr gute Gründe. Zum einen war ich gestern gesundheitlich etwas angeschlagen und war einfach nicht in der Stimmung, irgendwie groß in eine Kamera zu sprechen und dort viel zu filmen. Des Weiteren ist es auf Community Days immer noch mal etwas komischer zu filmen, denn ich unterhalte mich viel mit Leuten, wir sind eigentlich andauernd im Gespräch und dann ist es irgendwie seltsam, die Kamera rauszuholen und den Leuten ins Gesicht zu halten, sie irgendwie zu filmen, während sie was erzählen oder gerade spielen oder ja, ihr wisst, was ich meine, oder? Es ist einfach eine komische Situation, grundsätzlich immer eine komische Situation mit einer Kamera und dann auf einem Event wie dem Community Day ist das Ganze irgendwie noch komischer und deswegen habe ich, wie gesagt, gestern nicht viel gefilmt und werde heute mehr erzählen über den Tag und ein paar Videos, ein paar Ausschnitte, ein paar Screenshots zeigen, das alles ein bisschen untermauern. Zunächst möchte ich mal auf die Zeiten eingehen, zu denen gestern der Community Day stattgefunden hat. Wir waren ja das erste Mal von 11 bis 14 Uhr unterwegs, nicht wie bisher von 12 bis 15 Uhr. Und ich erhielt von einigen Spielern da ein recht negatives Feedback zu, denen diese frühere Stunde weniger gefallen hat, also die Zeit vorher um einiges besser fanden. Und das hatte mich gewundert, weil ich nicht gedacht hätte, dass diese kleine Verschiebung von einer Stunde doch so einen Einfluss nimmt. Aber dazu möchte ich eben gerne mal eure Meinung wissen. Wie habt ihr das gesehen mit der Stunde früher? Fandet ihr es besser? Fandet ihr es schlechter? Wie seht ihr das grundsätzlich mit den Zeiten? Immer Samstag um die Mittagszeit herum. Eine gute Zeit, eine schlechte Zeit. Schreibt eure Meinung da gerne in die Kommentare. Dann habt ihr vermutlich mitbekommen, dass wir kurzfristig die Location unseres Treffens ändern mussten. Geplant war, uns wieder in Köln zu treffen, im Rheinpark, eine super Location, sehr zentral, in der Nähe des Kölner Hauptbahnhofs. Aber leider, ja was heißt leider, leider zur selben Zeit fand gestern eine große Demo in Köln statt und da haben wir uns kurzerhand entschieden, die ganze Sache umzuverlegen nach Brühl. Das ist mehr oder weniger ein Vorort von Köln. Dort gibt es einen schönen Park, einen großen Schlosspark, eine gute Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel und deswegen haben wir kurzerhand das dorthin gelegt. Ich zeige euch gerade mal ein paar Eindrücke dieses Schlossparks. Genau genommen heißt er Schlösserbrühl. Und ich hatte mal recherchiert, was ist das eigentlich, warum sieht es da so schön aus? Und diese beiden Schlösser dort gehören zu den bedeutendsten Bauwerken des Barocks, laut Wikipedia, in ganz Deutschland. Und sind seit 1984 UNESCO-Weltkulturerbstätten. Also sehr interessant, eine tolle Location. Nicht nur super zum Zocken, sondern auch schön zum Anschauen. Und da ist eine Katze. Da läuft hier einfach eine Katze über den Tisch. Die Arme muss durch den Regen. Ich hoffe übrigens, bitte, bitte, dass das nicht allzu laut ist, weil Dach, Geprassel und leider kein anderer Ort, wo ich aufnehmen kann. Im Haus leer, draußen Regen. Mal schauen, wie das nachher beim Schnitt dann wirkt. Genau, der Schlosspark, eine sehr schöne Location, viele Gasthäuser, eine Festung, Gewächshäuser, alles drum und dran. Viele Punkte, die man anlaufen kann zum Spielen, aber eben alles auch etwas verteilt. Und das war auch schon im Rheinpark ein wenig problematisch, wenn man dann mit einer Gruppe von über 20 Leuten auf einmal loszieht. Und ja, man verteilt sich dann immer. Und so war das auch gestern. Wir haben uns zwar immer wieder an der Festung dort getroffen und eben auch Festungskämpfe gespielt, aber das Ganze hat sich eben etwas verlaufen und das ist auch ein bisschen das, was ein bisschen ja, problematisch an den Community Days ist, da das meistens Aufgaben sind, wo man sich eben bewegen muss und das in großen Gruppen schwierig ist und vielleicht kann man da ja noch so ein bisschen am Inhalt des Community Days schrauben, dass man vielleicht nicht über große Plätze laufen muss, sondern eventuell auch einen Platz nehmen kann, wo dann 4 Gasthäuser sind, wo man dann Antiobskuranten starten kann und sich eben mit der Gruppe dort positionieren und dort an einem festen Punkt spielen kann. Das wäre für die Zukunft echt eine schöne Sache. Ich überlege gerade, wie am sinnvollsten der weitere Aufbau des Videos ist, aber ich glaube, ich gehe erstmal kurz auf die Leute ein, die gestern da waren. Wir waren so rund 25 Leute, wieder eine tolle Gruppe, viele neue Leute habe ich dort kennengelernt. Einige waren auch schon auf dem vergangenen Community-Event im Rheinpark dabei, aber wieder tolle, tolle Leute,
sehr, sehr gute und nette Gespräche geführt. Da haben wir bisher wirklich Glück bei den Leuten, die da immer vorbeikommen. Eine super Gruppe war das gestern. Und was ich sehr interessant fand, viele sind auch von weiter außerhalb gekommen. Aus Münster, aus den Niederlanden. Eine Familie aus Frankfurt war dabei. Also da werden auch größere Anreisen in Kauf genommen. Das finde ich natürlich besonders schön, wenn die Leute so ein Interesse haben, in einer Gruppe zusammen Wizards Unite zu spielen und dann eben auch mal ein Stückchen zu fahren. Das war eine tolle, tolle Sache. Wie gesagt, viele nette Leute, das hat super gepasst. Ein Vater hatte eine Gitarre dabei und hat für uns ein paar Liedchen gespielt. Gebackene Kekse waren vor Ort. Wie gesagt, viele tolle Gespräche. Wir haben viel an Festungen gekämpft und es war einfach sehr, sehr schön. Also ich kann euch das wirklich empfehlen, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, zu den kommenden Community Days nach Köln zu kommen. Dann versucht das auf jeden Fall einzurichten. Aber jetzt möchte ich euch erstmal zeigen, was habe ich denn persönlich in dieser Zeit erreicht, gewonnen. Und zunächst schauen wir uns da mal meine Erfahrungspunkte an. Ich bin aktuell Stufe 35, hatte vor dem Event 15.566 Erfahrungspunkte. Und kam dann nach den 3 Stunden auf 144.754 Erfahrungspunkte, habe also knapp 130.000 Erfahrungspunkte gemacht. Und ich muss dazu sagen, ich habe nicht richtig effektiv spielen können wollen, weil man sich eben auch viel unterhalten hat und wollte da nicht weg, die Gespräche unterbrechen, ist dann stehen geblieben und hat dann vielleicht mal eine Zeit lang auch nichts fangen können. Deswegen 130.000 Erfahrungspunkte war für mich ein super Wert, aber ich glaube, das Doppelte war auf jeden Fall drin. Also mit rund 250.000 Erfahrungspunkte hätte man das Event abschließen können. Das wäre für mich ein ganzes Level gewesen und deswegen fand ich den Community Day auch sehr, sehr, ja, Erfahrungspunkte belasten, was eine super Sache ist, denn da konnten viele Leute mal das eine oder andere Level machen. Also fand ich inhaltlich sehr, sehr gut. Dann kommen wir zu meinen Registerkarten der Merkwürdigkeiten, denn da hat man natürlich die meisten Sachen finden können. Ihr seht hier zunächst mein Registerblatt 1. Da hatten mir noch 12 Werwölfe gefehlt. Und danach war die Seite dann auf Silber. Ich konnte sie also einmal prestigen, konnte auch wieder 36 Werwölfe sammeln, einige Zentauren und einige Vampire, 32 Stück. Also da muss man natürlich sonst ein wenig länger für unterwegs sein. Also sehr, sehr cool. Und hier die Seite 2, das hat mich ein wenig geärgert, denn ich hatte vorher noch versucht, die Leprechauns voll zu bekommen. Aber da hatten mir dann 2 Stück noch gefehlt. 12 Doxies, die habe ich dann natürlich zusammenbekommen, aber ich konnte die Seite dann eben wegen diesen 2 Leprechauns nicht prestigen, sehr ärgerlich, vor allem weil die Doxies, die ich dann weiter noch sammeln konnte, natürlich nicht mehr gezählt haben, also ärgerlich, ärgerlich. Runensteine habe ich natürlich auch ein paar sammeln können, das auch mal zusammengefasst, es ging ja um die Runensteine der dunklen Künste, da konnte ich 79 der Stufe 1, 46 der Stufe 2, 13 der Stufe 3 und einen der Stufe 4 sammeln, also für mich ein wirklich sehr, sehr erfolgreicher Community Day. Und ich glaube auch derjenige, der mir bisher am besten gefallen hat. Also nicht von den Rahmenbedingungen, sondern allein vom Spielerischen, was da auf uns zukam. Ich finde die Merkwürdigkeiten super. Ich fand es toll, da wirklich seltene Sachen zu sehen, gegen diese zu kämpfen. Es hat riesen Spaß gemacht, viele Erfahrungspunkte und allem in allem ein für mich sehr, sehr guter Community Day. Zusätzlich habe ich natürlich noch gebraut, was das Zeug gehalten hat. Berufius Gehirnelixier stand da ja ganz oben auf der Liste. Mit den Master Notes konnte man die Brauzeit auf 1/4 Stunde heruntersenken, was natürlich grandios war. Und da habe ich natürlich auch, wie gesagt, gebraut, was das Zeug hält und konnte das dann am Ende mit 22 Tränken abschließen, beziehungsweise 22 Tränken, die übergeblieben sind. Ich glaube, vorher hatte ich 2, 3. Während des Events habe ich rund 6 benutzt, also vielleicht so, ja, 24, die ich gebraut habe. Eine super Zahl, habe nachher auch noch ein paar Münzen investiert, um da was fertig zu bekommen, denn so schnell wird man an die Tränke nicht mehr rankommen. Und auf die beiden Geschenke möchte ich auch noch kurz eingehen. Es gab jetzt zum einen ein kostenloses mit ein paar Trankzutaten, 25 Zauberenergie und einem Tonikum. Und dann noch ein kostenpflichtiges für 450 Münzen, was ich mir sogar nachher noch geholt habe, weil ich keine Zauberenergie mehr hatte, aber eben auch nicht mehr groß im Schlosspark herumlaufen wollte, weil ich auch Interesse hatte, mich einfach mit den Leuten zu unterhalten. Und dann habe ich eben nochmal diese 450 Münzen investiert für 100 Zauberenergie, 3x Berufius Gehirnelixier und 3 Tonikum zur Spurenentdeckung.
fand ich ganz okay vom Wert. Und ja, wie gesagt, wir haben dort hauptsächlich, obwohl hauptsächlich nicht, aber sehr viel auch an einer Festung gekämpft, haben uns da aufgeteilt in kleinere Grüppchen, die da auch irgendwo ein bisschen vom Level gut zueinander gepasst haben. Und das hat viel Spaß gemacht, das mal in so einer größeren Gruppe zu spielen. Wir haben die Dunkle Kammer 2 mit 5 Leuten gespielt bei 30.735 Schwierigkeit. Dann die Dunkle Kammer 3 zu 5 Leuten bei 35.947 Schwierigkeit. Und sind dann sogar noch in die Dunkle Kammer 4. Diesmal aber nur mit 4 Leuten, weil einer blöderweise nicht mehr geschafft hatte, rechtzeitig reinzukommen. Und diese stand dann bei 36.972 Schwierigkeit, haben das alles auch recht locker geschafft. Und ich habe wirklich gemerkt, wie viel einfacher die Festungen sind, wenn man da in einem Team spielt. Gerade zu 5 Spielern ist das erheblich einfacher als alleine. Und mir alleine steht ja noch die Dunkle Kammer 5 bevor, einmal mit einem Runenstein 1 und dann noch mit einem Runenstein 5. Und dann zum Vergleich würde ich das Ganze dann auch gerne mal in einer Fünfergruppe spielen, um mal zu schauen, wie viel einfacher ist es denn dann wirklich. Ist es auch nur vom Gefühl einfacher oder auch wirklich objektiv einfacher? Wenn ihr da Erfahrungen habt, wie immer, gerne in die Kommentare damit. Und zum Schluss geht es natürlich noch um das Gewinnspiel, das gestern zum Community Day lief. Ihr konntet da ein Monsterbuch der Monster aus Plüsch gewinnen, indem ihr eben am Gewinnspiel teilnahmt. Ich lese gerade nochmal vor, wie das Ganze aussah. Das hier ist mein Beitrag, den ich auf Twitter geteilt hatte. Postet am heutigen Community Day euer AR-Bild des Monsterbuchs der Monster mit dem Hashtag WUCOMDAY und @wizardsunite.eu und gewinnt mit etwas Glück ein Monsterbuch der Monster aus Plüsch. Und viele von euch haben daran teilgenommen. Das fand ich sehr, sehr toll. Wir haben sogar noch mit unserer Gruppe, die am Ende übrig geblieben ist, das waren dann noch so rund 10 Leute, die Lust auf das Foto hatten, hier noch ein Bild mit dem Monsterbuch der Monster geknipst. Ne? Wirklich sehr, sehr schöne Sache und toll, dass da so viele noch mitgemacht haben. Aber eben auch auf Social Media waren viele dabei. Da wurden 2 Bilder auf Instagram gepostet, ich glaube 5 oder 6 auf Twitter und dann fast 50 Stück in unserer Facebook-Gruppe. Die ganzen Bilder werde ich euch am Ende dann nochmal in eine Art Bildergalerie hier einblenden. Bleibt da auf jeden Fall dran, schaut euch das an, da waren wirklich tolle, tolle Sachen dabei. Aber was wir natürlich erstmal machen, ist den Gewinner auslosen und das machen wir jetzt hier zusammen. Hier seht ihr die Liste aller Teilnehmer, also aller Leute, die auf einem der 3 Social-Media-Kanäle ein Bild des Monsterbuchs der Monster gepostet haben, jeweils mit Namen und dann, wo das Ganze stattfand, damit ich denjenigen eben auch schnell wiederfinde. Diese Liste kopiere ich mir jetzt und packe sie hier in diesen Zufallsgenerator und klicke jetzt einmal auf Auswählen und dann sehen wir zusammen hier, wer denn das Monsterbuch der Monster gewonnen hat. Und Trommelwirbel. Michaela Repler auf Facebook. Und das Ganze wollen wir uns natürlich mal anschauen, was sie denn da gepostet hat. Also Michaela Repler auf Facebook. Ich gehe in unsere Gruppe. Hier seht ihr den Beitrag, wo die Leute ihre Bilder drunter gepostet haben. So, jetzt alle Kommentare aufblättern. Ach, da haben wir es schon. Michaela Repler, du sollst ihm den Rücken streicheln. Ein süßes Bild auf ihrem Balkon mit dem Monsterbuch der Monster. Und es wird wieder super laut hier, Mann. Also, herzlichen Glückwunsch, herzlichen, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank für deine Teilnahme und herzlichen Glückwunsch zum Gewinn des Monsterbuchs der Monster aus Plüsch. Ich werde dann nachher nach dem Video eine kurze Nachricht an dich schreiben und dann wäre es schön, wenn du dich bei mir meldest, mir deine Adresse schickst und das andere können wir ja dann gerne über Direktnachrichten klären. Also herzlichen Glückwunsch und vielen lieben Dank an alle anderen von euch, die an dem Gewinnspiel teilgenommen haben. Ich hoffe, dass es das jetzt zu jedem Community Day geben wird und dann habt ihr ja vielleicht das eine oder andere nochmal die Chance, hier was Tolles zu gewinnen. Damit sind wir am Ende meines Videos über den gestrigen Community Day angekommen. Der Community Day, das habt ihr herausgehört, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Schreibt eure Meinung wie immer gerne in die Kommentare und dann diskutieren wir, was an diesem Community Day gut war, was schlecht war und was man vielleicht verbessern könnte. Wir sehen uns dann morgen, hoffe ich wieder, denn eigentlich will ich morgen mein Video zum kommenden brillanten Event hochladen. Ein kleines Tutorial, was müsst ihr beachten, was erwartet
uns und wie könnt ihr euch gut darauf vorbereiten. Ich hoffe, da sehen wir uns dann wieder und sage wie immer vielen Dank fürs Zuschauen, tschö und gerne bis zum nächsten Mal.